So, grüß euch liebe Fünf-Fans, heute ist Donnerstag, ich bin Jack Daniels, bin wieder keine Themenwoche, was wird bald dann nicht kommen, schätze ich einmal. Ich werde euch heute Gamer vorstellen, den neuen Film mit dem Gerard Butler, von den Machern von Crank. Ist ein cooles Cover, wie ich finde. Kurze Erinnerung mit Wendelcover. Ist ja der neue Actionfilm, das gerade auf DVD rausgekommen ist. Ist die ab 18 Version. Es gibt eine Version, die ist ab 16, ein Actionfest der Extraklasse. Der Film dauert 91 Minuten. Es gibt eine Version, die ist ab 16, dauert 83 Minuten oder sogar noch 82 Minuten. Extra sind auch einige drauf. Inside the Game Controlling Gamer Making of First Person Shooter Evolution of Red, The Dobby NES Cut Trailer, Interviews mit Cast and Crew. Audio-Kommentar mit Cast & Crew, Original-Kinotrailer, deutsche und englische Untertitel und Wendecover. Ja, das ist ja kein Extra eigentlich. Der Film ist in Deutsch und Englisch, Untertitel Deutsch und Englisch für Hergeschickte. Ich hab's mal hinaus. Hier mit Wendecover. Es gibt, aber die Version ist leider auch geschnitten, aber ein paar Sekunden. Es ist zwar das ganze Blut, die ganzen Blutszenen und Gore-Szenen sind enthalten. Das Einzige, was geschnitten ist bei den Kampfszenen, ist, wie er die Arme und die Genicke bricht. Also, ja, sinnloser Schnitt wieder, aber das stört mich nicht, weil es fällt da auf. Weil, man, es fällt schon ein bisschen auf in 5 bei 1, 2 Szenen, weil er jemanden angeht und auf einmal liegt er dort. Und man weiß genau, bei Schnittberichter.com schon gesehen, dass er ihnen das Knack bricht und man hört das ziemlich hart Knack und so weiter. Und ich weiß nicht, warum sie das ausgeschnitten haben. Ich finde es schade, aber es stört mich wirklich, weil die ganzen Gewaltszenen trotzdem drin sind, Blut und so weiter. Ja, um was dreht sich in dem Film? Gamer, das spielt in einer Gesellschaft, wo ein größtenwahnsinniger Typ, der hat irgend so ein neues Spiel entwickelt, wo er so Nanozellen ins Gehirn einpflanzen kann von den Leuten. Und der hat dazu Sträflinge, also das Monster bei Sträflingen, die auf den Tod sowieso warten, also die zu Tode verurteilt sind. Und wenn sie da jetzt an 30 Runden mitspielen und das überleben 30 Runden, dann kommen die frei, werden sie freie Menschen. Nur es hat noch nie einer geschafft, 30 Runden zu überleben. Die Soldaten werden von echten Spielern gesteuert. Der Cable ist der Gerard Butler eben, der wird von den Simon gesteuert, das ist ein 17-jähriger Teenager. Der ist daheim in so einem großen Raum, wo also der Simon sitzt daheim in so einem großen Raum. Und da hat da kriegt er sich irgendwie ein Spiel und dann ist er in seinem Kopf. Das wird irgendwie, die werden dann zu so einer Gladiatoren-Arena geführt und da kann er eben fernsteuern. Man kann sagen, so wie Call of Duty Modern Warfare 2, nur mit echten Menschen halt. Ne? Was für ein anderes Spiel ist, ist für ihn das tödliche Ernst, weil er muss das überleben. Er steuert ihm halt, der weiß, dass er gesteuert wird. Das Ganze wird da live übertragen auf große Leinwände und so. Er ist ein Worldstar. Die ganzen Leute kennen ihn, alle Menschen verfolgen das auf der Welt. Und so muss er sich halt runter für runter durchkämpfen durch die Arenen. Arenen, wie kann man sich das vorstellen? Die werden einfach für ein gewisses Areal freigelassen, wo sie nachher gegen irgendeine Soldaten kämpfen müssen. Also wird geschossen, da fliegen Sachen in die Luft andauernd, Leute werden zerschossen, Köpfe werden weggeschossen, Blut spritzt, Leute werden zerrissen, sieht man alles. Es ist auch gut gemacht, es sind ziemlich schnelle Schnitte. Rasante Action auf jeden Fall. Aber ja, er hat aber noch eine Frau und Kind. Seine Frau ist in einem anderen Spiel, das heißt Society, man kann sich das vorstellen, so wie Second Life, nur mit echten Menschen. Man hat da einen Avatar, man steuert ihn, aber das ist ein echter Mensch. Man kann sich da anziehen, man will, man kann da machen, was man will. Und das ist schon ein Negativpunkt von dem Film, finde ich, weil das kommt ziemlich lächerlich rüber. Denn wenn die Leute in der Welt von Society sind, also in einem anderen Spiel, weil das ist ja das Spiel, wo der Gerard Butler ist, mit den Soldaten, das heißt Slayers, das ist das neue Spiel. Aber das andere, das Society, das sind verschiedene Leute, das... Was denn, sieht man 6 Szenen kurz, dann sieht man Frauen, die untereinander rumküssen, alles so schnelle Schnitte. Das ist ein bisschen lächerlich und die sind auch ziemlich schnell, die sind ziemlich dämlich angezogen alle, weil sie so bunt sind und ja, eben wie ein Spiel, da können sie die Leute anziehen, wie sie wollen, machen sie wollen, auf einer Straße. Und die Leute werden auch im Markt gesteuert. Und seine Frau wird eben gesteuert von so einem fetten Typen, er sitzt da am Stuhl und hat 5, 6 Bildschirme vor sich.
Und da trifft es immer gewisse Leute, oder ist, wie kann man so mal sagen, eine Prostituierte, oder macht was er will eben. Ne? Er weiß das aber nicht. Also, ja, er kämpft sich halt durch und die Frau muss sich halt alle möglichen Schandtaten gefallen lassen, weil sie merkt wohl, was er da tut, aber sie kann nichts dagegen machen. Weil die Nanozellen in dem Gehirn stören sie. Also, sie weiß, was er da tut, aber sie kann nichts dagegen tun, weil sie gestört wird eben. Genauso wie er. Er hat ein Kind auch noch, aber das sitzt irgendwo, das sieht man eigentlich im ganzen Film nicht, bis zum Schluss. Ja, und so kämpft er sich eben nur Runde für Runde. Er ist eben der beste Slayer, was es gibt. So kann er erstens so weit kommen, dass er eben noch 3 Runden vor sein, von 30er, dann kann er endlich gehen. Plötzlich aber schultert sich ja rechts, so, sagt man dazu, so eine Organisation namens Humans, hackt auf einmal die Slayers, das Spiel, und will eben, dass die Leute freikommen. Die, machen, die bringen da so ein Virus ins Spiel rein, wo er auf einmal, wo der Simon, also der Spieler von ihm, keine Gewalt mehr bei ihm hat. Kann er machen, was er will. Und der ist ja nicht blöd, der denkt das und dann bricht er eben aus aus so einer Zone einmal, aus so einem Spiel. Natürlich wird er dann gleich als tot angesehen, die ganzen Leute trauen auf der Welt, weil der beste Slayer gestorben ist. Dabei ist er gar nicht tot. Der Chef der Bande, also der Erfinder von diesem Spiel, ist eigentlich ein Verbrecher, weil er möchte alle Leute zu Marionetten machen und dass alle nach seiner Pfeifen tanzen. Das ist irgendwie so eine neue Nanotechnologie, was er jeden ins Hirn pflanzen will. Und so denkt er, kann er Politiker steuern und alles mögliche und so. Ja, er bricht halt dann aus. Es beginnt der Verfolgungsjagd, weil sie ihn verfolgen wollen, aber er sucht einen Weg, um seine Frau da rauszukriegen und sein Kind natürlich zurückzugewinnen. Ob das gelingt, zum Schluss müsste es so erwiesen. Ja, jetzt einmal zu den Sachen, was mir gefallen haben. So, der Film hat sehr schnelle Schnitte, man merkt es, dass die Macher von Crank dabei waren da. Ob man es ein bisschen zu schnell, die Sets sind cool gemacht, die Schlachtszenen habe ich schon gesagt, also die Kriegsszenen sind beeindruckend. Man hört noch einen Schüsse, er muss durchhechteln, sich durch die Gegend und schaut immer, dass er Leute umbringt. Ich weiß nicht, ob der bringt 150 Menschen um in den Film, glaube ich, oder was. Das hat das Zeug zum Action, so Gerald Butler. Seine Rolle, ja. Er ist nicht so charismatisch wie ein 300, aber seine Rolle lässt das ja nicht anders zu. Hin und wieder waren mir die Schnitte ein bisschen zu schnell. Die Form waren extrem in gewisser Szene, weil sie dann so ein Untergrunddisco von den Society-Spielern reinkommen. Da sieht man auch nackte Frauen, Gestöhne, irgendwas hätten alles schon schnelle Schnitte und so weiter. Und knolliger Form, also da habe ich fast Kopf gekriegt bei ein paar Szenen, also da haben sie echt extrem gewirbelt mit der Form, da denkt man echt mal, ist auf einen Drogentrip. Ja, aber das steuert alles auf ein wunderbares Finale zu, was natürlich nicht verraten wäre. Was mir nicht so gefallen hat eben, war die Society da, die Spieler, das ist wirklich irgendwie deplatziert in dem Film, die Szene, was man da sieht. Ich weiß nicht, die ganzen fashion Frauen, sag ich einmal, was man da sieht und so, das stört irgendwie in den Actionfilmen, ich weiß nicht, das ist, ich meine, die Action ist schon cool, kann man nichts sagen. Ja, der Bösewicht eigentlich, der ist auch cool. Man ist für mich ein kleiner Schwuchtel. Er schaut aus wie ein kleiner Schwuchtel, aber er ist trotzdem ein Arschloch und der ist gerissen. Ja, was mir noch nicht so gefallen hat, der Film geht viel zu schnell. Es sind fast keine Emotionen bis zum Schluss eigentlich. Da wird eigentlich schon umgebracht und gemetzelt bis zum Gehtnimmer. Was ich noch, der John Leguizamo hat auch einen kurzen Auftritt, weil der ist sowas von unnötig, der in dem Film, was denn, der wirkt so umsonst in dem Film. Er sitzt noch ein bisschen rum und fragt ihn, wer er ist und so und hin und her, dass er der beste Slayer ist im Gefängnis und so. Wird natürlich auch angebracht dann. Aber das sind 2-3 Szenen, wo der vorkommt. Das ist was, wo man da unterschrieben hat für den Film. Das ist echt unnötig. Aber sonst kann ich den Film, also ich gebe dem Film, ja, 7 von 10. Weil er doch ziemlich schnell vorbeigeht. Er ist entspannend auf jeden Fall. Er ist keine Minuten spannend, ich weiß nicht warum. Aber die Action ist cool. Gerald Butler ist auch cool in seinem Element. Dann was noch. Ja, fesche Frauen sieht man. Das Finale ist cool irgendwie. Und die Idee an sich ist einmal was anderes. Aber man hätte mehr draus machen können, man hätte ihn spannender machen können. Ja, brutaler mich darüber entzogen, das passt schon so. Ja. Negative ist eben das Society-Game da. Vielleicht ein bisschen zu schnellen Schnitte, weil es einfach rund geht da und man denkt öfter, so hat man da, was ist da jetzt an, da ist einmal ab und so sieht man. Den Film immer flotter Form und Schnitten, also in gewissen Szenen ist es echt ein bisschen zu extrem gemacht, finde ich. Aber Action-Fans und Fans von Gerald Butler auf jeden Fall zugreifen, ist ein super Film. Ich weiß gar nicht, ob es die Unrated-Version bei uns gibt, die wird jetzt nicht bei Schildberichten gesehen, die ist nur in den USA da, weil er rauskommt. Vielleicht kommt es ja bei uns einmal raus. Ich meine, der Film dauert 91 Minuten und ein paar Sekunden, die eben die paar Sekunden fehlen, eben was da mit den Genickbrüchen und so weiter, finde ich schade, aber naja. Gibt es noch zu einem Film zu sagen? Wenn es euch interessiert, einfach anschauen.
Jetzt haben wir Rübe für Donnerstag. Pfiat euch noch ein.